Welche Madonna lässt du? Gib alles, Rocket! Wenn wir siegen, haben wir das erste Wahlrecht beim Werbungsgut, oder? Lass uns erstmal über die Ziellinie kommen, bevor wir die Beute aufteilen. Steffi Connor. Ich dachte, heiz ihn ein! Gut gemacht, Kumpel. Heizen wir ihm ein. Hackfleisch, Gamora! Rocket! Feuerwehr! Kann sie nicht sagen, uns wo Warlock ist? Sie machen nicht den Eindruck, als wollten sie plaudern. Wie ein heißes Messer. Hier ist noch einer. Und noch einer. Die kämpfen ohne jede Furcht. Sie sind dem Versprechen komplett erlegen. Und wo sie herkommen, gibt's noch Millionen mehr. Hoffentlich können Mantis und Lady Hellbender die meisten draußen beschäftigen. Hey, hier kommen wir durch. Die Tür ist verflockt. Mist. Wir müssen diesen Weg nehmen. Versuch mal, sie zu überladen. Ich denke, da kann ich drauf schießen. Ich bin gut. Wir werden beobachtet. Sag Hallo zu den Kirchenkameras. Ich bin gut. Ich hoffe, ein paar von denen verstehen Groot, denn das war ein Zahnestück. So viel zum Beladen. Denkst du, wir haben in einer der anderen Zeitlinien das Versprechen angenommen? Ja, und diese Loser Guardians haben die gesamte Galaxie geflaggt. Es muss eine geben, in der ich es nicht angenommen habe. Drax, Ich habe mein Versagen akzeptiert. Ich werde es nicht wiederholen. Sind Sie immer noch bitte. Okay. Tut uns leid, dass wir beim letzten Mal so viel Unordnung gemacht haben. Tut es nicht! Überleg nur, was für ein Chaos die Hellbender jetzt veranstaltet. Wahrscheinlich hat sie inzwischen die halbe Armada zerstört, Ben. Mit bloßen Händen. Weil die nicht sagen uns, wo Warlock ist? Das sind die Toten, die nur an das Versprechen denken. Jagt sie hoch, Rocket! Alter, ich stehe durch zwischen den Kopf. Er ist kein Schaden. Sein Glaube konnte ihn nicht vor dem Tod retten. Sei nicht traurig, lass ihn weiter ihre Mistlichter aus. Er ist verwirrt. Zeit, ihm zuzusetzen. Zeit für den letzten Schlag. Er bringt gerade ein. Überleg nur, was für ein Chaos Lady Hellbender jetzt veranstaltet. Wahrscheinlich hat sie inzwischen die halbe Armada zerstört, Ben. Mit bloßen Händen. Man kann es nur hoffen. Wir haben wieder Unordnung gemacht. Die Armada zerstört hat. Groot hat recht. Sie haben angefangen. Ist ein großer Kult. Die haben bestimmt Hausmeister. Und durch den goldenen Tunnel. Ich sollte die Landebucht komplett zerlegen, damit sie keine Verstärkung schicken können. Keine Zeit, wir müssen das Ritual erreichen. Mich beunruhigt mehr, was vor uns liegt, als das, was vielleicht hinter uns landet. Oh gut, da kommt die Putzkolonne. Der Dreck ist da hinten, Jungs. Ich glaube nicht, dass diese Leute Hausmeister sind. Gern von hinten angegriffen. Überleg nur, was für ein Chaos Lady Hellbender jetzt von vorne auch, aber. Wahrscheinlich hat sie inzwischen die halbe Armada zerstört, Ben. Mit bloßen Händen. Ist noch jemand? Ich finde, das war eine durchaus kontrollierte Rolle. Für die Käfer-Lady, meine ich. Es wird mir Spaß machen.
Wenn wir siegen, haben wir das erste Wahlrecht beim Werbungsgut, oder? Wenn wir siegen, machen wir Vorlauf! Ist noch jemand da oben gekommen, Leute? Zur Verstärkung. Kann die nicht sagen, uns Verwohnung ist? Das sind Idioten, die nur an das Versprechen denken. Ich werde das genießen! Aufpassen! Treibt sie zusammen, Groot! Wenigstens hat Mantis die Milano nicht geschrottet! Noch nicht! In Zukunft macht das bestimmt. Nur was für ein Chaos, den die Hellwetter jetzt veranstaltet! Boom hat mittlerweile wahrscheinlich die halbe Armada zerlegt! Du bist ein Loser! So nämlich. Du sagst es, Kumpel. Sie werden mit allem angreifen, was sie haben. Wir weichen aus. Ich fahre hier runter. Ach, darüber wollen wir. Ah, na also, hier geht's lang. Komm schon. Statue, was bedeutet das blitzende orange Licht auf deiner Steuerung? Welches? Das unter dem Klebeband. Oh, jetzt ist es gelb. Jetzt wieder orange. Ignorier es einfach, Mantis. Du hast meine Warnleuchten überklebt. Sie haben mich abgelenkt. Klebebandprivilegien entzogen. Es ist mein Klebeband. Ja. Ich bin Groot. Drax, Groot denkt, du hättest dein Jägerzeichen für diesen Ort aufsparen sollen. Nicht nötig. Wir haben den unbesiegbaren Funk besiegt. Wir haben uns unbezwingbar gemacht. Nein, ich hoffe, das bleibt doch so. Das ist tatsächlich so, dass wir unbezwingbar sind. Ja, ist das wirklich der sicherste Weg? Flak, nein, aber sicher hat im Moment bei mir nicht die oberste Priorität. Quill, ich wette, du könntest den Rest der Bodenplatten hochziehen. Ja. Siehst du, hab ich doch gesagt. Gut mitgedacht. Dann stecht die Idee. Langsam voran. Nein, es sind verflagte Riesenturbinen. Die Legende wird etwas anderes berichten. Deine Füße einfach in den Boden, Kumpel! Du kannst das! Welcher Boden? Oh nein! Was machen wir mal da drüben? Da bist du doppelt gewesen. Nicht ein Pustekuchen? Ich bin beeindruckt! Vielleicht können wir rüber. Zum Glück ist das kein Zauber. Ich hab plötzlich das Gefühl, als wäre ich wieder auf Setnaf. Immerhin rechnet es nicht. Beschreiß nicht. Oh, nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Ich hätte hier rüber springen können. So werden wir nicht enden. Dann stell du dich vor mich! Au, oh, Scheiße. Na, das ist gut. Ja, holt sie euch! Mist! Großartig! Jetzt? Wo ist er? Hab ihn. Goldjunge ist da drüben. Gehen wir. Ich bin gut. Finde Person, genau, wir warum spazieren jetzt durchs All. Ist unsere einzige Option. Tja, ich hab da eine Theorie. Yep, künstliche Schwerkraft. Klar,
klar, so ein großer Kahn braucht das für Wartung und so. Mann, ist das abgefahren. Stopp. Okay, los, los, los. Seht ihr? Nichts dabei. Cool, okay. Ja, das Signal kommt von irgendwo in diesem verdammten Riesenfelsen. Okay, es geht los. Dürfte finden, kann auf uns zu fahren. Ja, der Schrotthaufen feuert auf unsere Monster. Reise voraus, Peter Quill. Okay, alles klar. Können wir die unten ausschalten? Komm schon, bringt uns eine echte Herausforderung. Komm, zeig, was ihr könnt. Ich sehe sie! Halt durch, Kumpel! Steig auf! Die Raumschlacht ist das reinste Getümmel! Irgendwie wünscht ich, wir wären mittendrin! Pack deine Smart! Wie viel Zeit haben wir noch? Wir haben die Zeit, die wir haben! Sehr präzise. Durchlagen, Rocket! Die Geschütze einzusetzen ist eine gute Idee. Wie halten wir uns? Ganz gut, aber mein Abzugsfinger ist von der vielen Ballerei schon ganz taub. Oh Mann, seht euch die Geschütze an! Können wir sie irgendwie übernehmen? Oh, die da oben sind immer mal. Vorsicht! Der große hat Minen! So ein Mist. Lass die immer nicht da ausgehen! Ich bin Groot! Ja, verdammt! Der Ehre Weltraumbunde ist definitiv ein Prioritätsziel! Ich kümmere mich um die Bodentruppen. Ist das schon gefragt? Nee! Groot! Ein Verwundeter! Wir sind doch immer ziemlich weit vom Altar der Kirche entfernt. Wir verfolgen Warlock immer noch, keine Sorge! Los, Drax! Na komm jetzt! So muss das. Ha! Und jetzt viel Glück mit deinen Minen! Schlitz sie auf! Hab den Nummerplatz auf die Decke geblasen! Dir scheint das ja wirklich Spaß zu machen. Oh nein, das ist noch ein großer. Diese Barriere fällt nur durch einen kritischen Treffer. Räum sie weg! Dann wir für Moment 20. Zu diesem Gefecht ist die gesamte Galaxie erschienen. Das ist sicherlich übertrieben. In Stücke geschnitten! Die Kirche ist besorgt! Oh, da kommt Nachschub. Die wird noch viel besorgter sein, wie sie verwirrt. Wirf's auf sie, Großer. Wir sind noch immer ziemlich weit vom Altar der Kirche entfernt. Wir kommen schon hin, Drax. Kämpfe einfach weiter. Oh Mann, seht euch die Geschütze an! Konzentriert dich auf die Bodentruppen, Rocket! Nice. Das habt ihr nun davon, ihr Misthüpfer! Rocket, denkst du dir diese Wörter nur aus oder bedeuten nicht, dass die Geschütze nicht ausschalten sie bedeuten, sollten? Dass ich es satt habe, beschossen zu werden? Geschackte Gaffelstampfer! Nicht schlecht! Kannst du das Türschloss da knacken, Rocket? Ja, ja, überlass das mir. Da müssen wir rein. Das hat nicht funktioniert. Das Kontrollfeld ist hinüber. Aber ich habe eine bessere Idee. Moment. Aus dem Weg! Jetzt ist Rocket dran! Ah, das nicht endlich ausschalten. Ausgezeichnete Arbeitsstunde. Anstatt ihn weiterfahren zu lassen. Oh, egal. Zerschnetzel sie! Gleich gibt's Schnittchen! Beschäftige sie, Groot! Groot, los ist
dieses Schiff! Alles für dich! Was immer ihr tut, halt nicht! Vielleicht gibt's nur auf den Plattformen Schwerkraft! Ach du Scheiße! Und was gefallen? Wieder ein verflachter Nobel! Hat sie dann nicht aufgehalten. Na also, hier geht's lang. Komm schon. Okay, gehen wir weiter. Okay, so nicht. Heiliger Mist. Neuzugang für Monster Valhalla. Es war ein Heldentod. Mantis, wie läuft's da oben? So viele Tote. Ich kann kaum hinsehen. Die Menschen sind sehr tapfer. Halt einfach durch, okay? Wir machen gute Fortschritte. Ihr seid auch sehr tapfer. Bis auf die Knappen. Sicher, dass sie die Schwerkraft hier draußen nicht abschalten können? Halt so! Lass dich einfach schwerer! Jetzt so funktioniert das. Genau so. Ich bin froh, hier an eurer Seite kämpfen zu dürfen. Geht mir genauso, Muskelpaket! Mach den Groove mit ihnen, Groove! Na komm. Wird dieses Licht heller? Sieht so aus! Wir müssen uns beeilen! Ganz gut, Clover Cornet! Ha! Cool erledigt jetzt irre Bullen! Das ist Musik in meinen Ohren! Nutzt man nicht die Hinweise, wenn wir gehen werden. Sie könnten wenigstens Sicherheitsgeländer haben! Die Hälfte der Galaxie haben wir schon erledigt! Wieso sollte ein Kult, der Menschen als Batterien nutzt, denn Geländer haben? Eine Batterie mehr oder weniger. Du warst unwürdig. Es ist so lange her, dass ich was gesprengt habe. Was? Ich verfüttern doch nicht an Batterien. Er will wissen, wer die Leichen einpflanzt, zumal es hier keine Erde gibt. Ich verstehe nicht, was er... Er weiß, dass wir unsere Toten begraben. Okay, wir müssen hier irgendwie durchkommen. Offensichtlich sind wir in Eile. Versuch's mit deinen Blastern, Peter. Also, lasst uns vor. Peter Quill, ich fürchte, ich kann deinem Kind nichts tun, sollte sie für uns verloren sein. Natürlich würdest du das nicht zulassen, aber was, wenn sie uns keine Wahl lässt? Ich will ja nicht unsensibel sein oder so, aber mit dem Kind ist irgendwas absolut ober. Alles der Reihe nach. Das alles ist ohne Bedeutung, wenn wir nicht zu Warlock gelangen. Ich sag ja nur... Ich hab's gehört. Es kann warten. Danke, Kumpel. Weiß jemand, was da unten ist? Nein. Besser als hier oben auf dem Präsentierteller. Es ist naja. Zu spät, um sich zu ergeben, Leute. Wir werden uns nicht ergeben. Nicht wir, die. Lass die Blaster fallen und wir einigen uns auf Unentschieden, okay? Das ist nicht den. Bombenlos, Rocket! Blitzmeldung! Hier drin ist es auch beschissen! Im Vergleich von zu den lustigeren Orten auf diesem Schiff! Ich sehe das genauso, Kumpel! Stopfen wir den Kerl ein! Der mit der Robe macht die anderen schwerer verwundbar! Der Geistliche muss schnellstens ausgeschaltet werden! Genau! Schieß nicht auf die Aufgeladenen, sonst sind wir hinüber! Und los, Drax! Tritt ein, Schöpfer! Ich hab einen Gläubigen erschlagen! Du sollst nicht trauern, sondern kämpfen! Groot, hilf allen auf die Beine! Wirf zu ihnen, Drax! Er ist ein großer. Der Quadratschädel pumpt seine Kuppel auf. Dann steck ihn in einen Leichensack. Problem? Lösung. Schieß mich auf den. Der Hexer hier. Was ist das für ein Ort? Wo wir sein müssen. Lass uns einfach durchgehen. Zeig ihm deine Kraft. Der Große geht in die Knie. Zeit, seine Augen zu schließen. Für immer. Ich bin froh. Klar, wir müssen zuerst den Priester machen. Schlechter Zeitpunkt zum Spannen zu landen. Ist weg damit. Sind wir sicher, dass es durchgeht, wenn du zurück in dieses Todeslabyrinth?
rein, sagt er. Hier gefällt's mir besser. Zerhack sie! Wir können nicht zulassen, dass so etwas jemals wieder passiert. Nein, wir werden unserem Namen gerecht werden. Alles für dich, Rocket! Ein Fanatiker weniger! Macht es Spaß, wenn die Schwachen die Opfer sind? Blitzmeldung! Hier drin ist es auch beschissen! Im Vergleich wozu? Den lustigeren Orten auf diesem Schiff? Na komm. Seht mal, sie haben sich ergeben. Wir hatten ein starkes Argument. Und wir haben sie gnadenlos besiegt. Ich rechne ständig damit, dass ein Monster durch die Wand kracht. Das wäre sehr, sehr schlecht. Bleiben wir in Bewegung. Ich würde diesen Bereich gerne verlassen. Ich kann die Schlacht nicht sehen. Weil du dann ja einen Blick auf Lady Hellbender verpassen könntest. Und auf Filmfang Fu. Meinst du, Fum hegt einen Groll gegen uns? Wir haben ihn in seinem eigenen Bau besiegt. Er wird uns für immer als überlegen anerkennen. Schon, aber jetzt ist der Lady Hellbender das Haustier und sie hegt einen Groll. Das. Das. Die Dinger sind ja gebaut wie verflockte Terminator. Nein, wir werden ihre Terminator sein. Zeit für das schwere Geschütz! Nur was Monster eben machen. Da geht's nicht um Präzision. Der gewaltige Droide ist auch eine große Bedrohung. Dann versuchen wir mal, diesem Ding Schaden zuzufügen. Es tut auch nicht weh. Nicht sehr. Bringen Sie doch. Die nerven sogar, wenn sie in Flammen stehen. Ja? Also, ich will sie gern brennen. Inzwischen bin ich relativ gut im Kämpfen. Ah, Schande. Ich muss dir ein Kompliment machen, Peter. Wirklich? Dein verrückter Plan funktioniert tatsächlich. Ich hätte nie gedacht, dass Lady Hellbender hier auftaucht. Ich war nicht sicher, ob wir Fum finden würden oder ihn besiegen. Ob ihr es glaubt oder nicht, ich weiß, was ich tue. Nein, ich glaube es. Seid alle still. Rocket, sag mir, dass wir bald da sind. Wir sind weiter weg als bei deiner letzten Nachfrage. Flark! Gib mir nicht die Schuld, ich bin nur der Typ mit dem Tracker. Tu ihm weh! Passt auf, wo ihr hintretet! Hier liegt viel übles Zeug rum! Zerquetsch die Drags! Pause, Groot! Muss den Sniper finden. Da oben ist er. Der Mauer. Zurückgeben? Ist sie nicht die Anführerin von denen? Groot, schnapp sie dir! Ist das eine Sackgasse? Schwer zu sagen, mit so vielen Gegnern vor dem Gesicht! Hoffentlich gibt es einen Weg hier durch, denn zurückgehen wir nicht. Kein Rückzug, wir stören vor. Er hat wohl den Kurs Verteidigung gegen Gamora gestellt. So wird das gemacht. Hey, Quill, willst du ein Feuerwerk sehen? Ab zu den Brandabfahrt. Jetzt schlägt Drake hey, mit Inbrunst. Finde sie an, Groot. Na komm. Oh nein. Sie könnten ein praktischer Vorteil sein. In der Marsch. Ich hab. Oh Gott. Ich bin gut. Sehr gut, gut, gut. Wirf es, Drake! Er ist zu schnell! Mach Ausschnitt aus ihm! Schnitt und Dick! Schieb sofort Peter Quills Kind zurück! Der Magus hat sie unter seiner Kontrolle! Wir müssen erst ihn töten! Na komm. Und jetzt drauf. Nein, das hier ist der richtige Weg! Ich weiß es! Das hätten wir schon schaffen können. Was jetzt, Peter Quill?
einen großen Ande machen. Hoffentlich gibt es einen Weg hier durch, denn zurückgehen wir nicht. Prioritätenrocket! Ein durchgeknallter Weltraum wurde weniger. Ha! Cool, erledigt jetzt irre Bullen. Das ist sehr Musik gut. In meinen Ohren. Komm, da kommt was! Verstärkung des Ausschauts. Hoffentlich für uns irgendwann mal. Ich glaube, das gehört dir, Star. Oha. So. Metal? Ja. Ich bin gut. Schön, dass du deine Musik zurück hast. Du hast sie doch in den Weltraum geworfen. Es hat funktioniert, oder nicht? Und alles heil. Bis auf mein psychologisches Gleichgewicht. Ich mach das. Gut, verzeihung. Und wieder in ein Loch. Toll! Du magst Löcher. Mist, Riesenroboter! Ich hasse diese Dinger, falls das wirklich ein Roboter ist. Was soll das heißen? Unglaublichsenergie, richtig? Und die kommt von Personen. Rocket, entsichern und los! Halt die unten Crew! Der Große ist auf dem Schritt! Das muss ich mir nicht zweimal sagen. Ich hätte gedacht, dass es so viel Spaß macht, Kultisten zu klatschen. So bringt man dieser Roboter. Zum Glück ist er erledigt. Du bist trotzdem doof. Ich mag die Vorstellung, das widerträchtige Gerät zu bezwingen. Aufpassen! Drag, lass mal hier im Flugmodus gehen. Geht nicht. Ich hatte gehofft, ihr könnt hier durchatmen. Zum Ausruhen. Gamora, aufschlitz! Letzte Bestellung! Ja. Nicht die. Wenn er dein Gerät zurückgegeben hat, hat sie da meinen Namen erwähnt? Oh Mann, ich glaube, ich muss mich übergeben! Oh nein. Bringen wir das ein oder machen wir wirklich kaum den? Er ist so ehrwürdig wie groß, wir müssen ihn zerstören! Es lügt! Halt, hat gelingt! Zum Glück ist... Wie oft habe ich denn jetzt schon den Hintern gerettet? Du willst auf Fuhm reiten? Du hast wohl Milben im Hirn, Kumpel! Ich werd's nicht schaffen, Will! Peter, kannst du ihn befreien? Nein, kann ich nicht. Dieser König hat dich gerettet! Vielen Dank für die Hilfe, vertrauende Verkaufhause Group! Der Glaube an die Matriarchin hat ihn auch nicht gerettet! Ich schulde dir was! Gut unterstützt, Peter Quill! Alles für dich, Gamora! Du hast keine Chance! Und hier, den krieg ich hin. Es ist noch ein ganzes Stück, bis wir Warlock erreichen. Ich mach kurzen Prozess mit diesen irren Kultisten. Diese verwirrten Seelen wissen nicht, wirklich in den Dinger stecken, Leute? Es wäre nicht das Merkwürdigste, was uns begegnet ist. Unheimlich sind sie so oder so. Kommt, wir müssen wieder rauf, um Warlock zu erreichen. Diese Arena-Fight. Wie kenne ich das da oben? Falls wir das hier überleben, sollten wir Lady Hellbender ins Team einladen. Wir haben auf dem Schiff keinen Platz für sie. Sie ist mindestens 3 Quills groß. Eineinhalb Quills. Höchstens. Ihre Rüstung allein wiegt bestimmt 6 Quills. Wisst ihr was? Lasst uns abstimmen. Laden wir Lady Gymnastikanzug ein? Nein. Ja. Nein. Peter Quill. Groot. Wie stimmt ihr ab? Ja, machst du Witze? Sie ist toll. Fies, aber toll. Ich bin Groot. Groot sagt nein. Damit haben wir 3-mal nein und 2 falsche Antworten.
Nein, eine gewiss. Faire Abstimmung. Ich füge mich. Achtung! Achtung! Gutes Spiel, Friedrich.